Hallo und herzlich willkommen zu meinem Depot-Update. Mein letztes Depot-Update war im August und ist inzwischen natürlich schon ein bisschen länger her. Ja, und seitdem hat sich doch so einiges getan. Deswegen möchte ich heute in diesem Video auf die Veränderungen in meinem Depot eingehen. Auch natürlich möchte ich so ein bisschen auf die Strategie eingehen, die ich jetzt in den letzten Monaten angewandt habe und praktisch meine eigene Strategie, die ich mir schon definiert habe, noch ein bisschen verfeinert habe, ein bisschen verändert habe. Und das möchte ich euch anhand der Zukäufe und Verkäufe erklären, warum ich diese gemacht habe, um euch einfach auch ein umfassendes Bild zu geben und um euch auch vielleicht ein bisschen Inspiration zu liefern. Mich würde aber zu Beginn interessieren, ob ihr es besser finden würdet, wenn ich monatliche Updates zu meinem Depot mache oder ob euch vierteljährlich reicht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Beginnen wir mit den Veränderungen im Depot. In den letzten Monaten habe ich fleißig dazugekauft und konnte den Depotwert deutlich erhöhen. Neu hinzugekommen sind Walmart. AppVie habe ich erhöht, LTC Properties habe ich ebenfalls erhöht. Also ich habe LTC Properties, ist ja Monatszahl an Dividenden. Und ich habe den so weit aufgestockt, dass ich eine monatliche Dividende von 10 Euro erhalte. Diese werde ich dann wiederum via Sparplan in diese Aktie reinvestieren. Also bei Trade Republic kann man ja zum Beispiel einen Sparplan ab 10 Euro kostenfrei auf eine Aktie besparen und dementsprechend ist es jetzt so, dass LTC praktisch mit der Dividende, die immer am letzten Tag eines Monats ausbezahlt wird, dass die dann einfach am zweiten des Folgemonats direkt, am zweiten Tag des Folgemonats direkt wieder in dieselbe Aktie reinvestiert wird. Das heißt, LTC bespart sich jetzt bei mir von selber und deswegen muss ich da jetzt auch nichts mehr tun. Dann habe ich AT&T aufgestockt in eine kleine Position. Mondelez ist neu mit hinzugekommen. Mutares habe ich aufgestockt. Coty ist neu hinzugekommen. Bei Coty ist es so, da wird es noch ein separates Video geben, das werde ich mit dem Sky machen und da euch noch ein bisschen genaueres erklären, warum, wieso, weshalb ich da dazugekauft habe, was ich da so ein bisschen gesehen habe. Das könnte auch interessant werden. Dann Johnson & Johnson ist neu mit hinzugekommen und T. Rowe Price Group ist neu hinzugekommen. Rausgeflogen sind bei mir zwei Aktien. Das ist einmal die Arealbank. Hat keinen besonderen Grund. Ich habe die Arealbank damals ganz am Anfang im Rahmen der Aktien-Challenge, die wir hier auf dem Kanal gemacht haben, habe ich die gekauft und 100 Euro investiert. Und die ist, ich weiß nicht, ich glaube 78 Euro war nachher der Wert. Und ich habe sie dann jetzt rausgeschmissen, weil ich mir gedacht habe, komm, für die paar Kröten, was die jetzt wert ist, brauche ich die jetzt nicht da so rumflacken haben in meinem Depot. Deswegen habe ich das Geld einfach dann genommen und in eine andere Aktie umgeschichtet. Und dann habe ich noch Nelasa verkauft. Das hat auch keinen besonderen Grund gehabt. Nelasa war einfach sehr, sehr hoch bewertet. Ich habe sehr, sehr, sehr gute Gewinne gemacht damit und habe die Aktie verkauft, um die Gewinne zu sichern. Und ja, um es einfach auch dann in eine andere Aktie umzuschichten. Aber inzwischen ist es so, dass ich bei Nelasa wieder auf einen günstigen Zeitpunkt warte, um einzusteigen. Also wenn ihr drin investiert seid, keine Angst, bleibt drin. Ich habe da jetzt nichts gesehen, wo ich sage, das stört mich jetzt oder so. Im folgenden Schnelldurchlauf seht ihr nun alle Aktien in meinem Depot mit der Menge, den Kursgewinn oder Verlusten, wie viel Wert die Position an sich hat, wie viel prozentualen Anteil diese Position in meinem Depot hat. Das seht ihr dann auch entsprechend. Und solltet ihr die ein oder andere Aktie nicht kennen, dann klickt auf Pause. Ich habe zu jeder Aktie die ISIN oder WKN mit dazu geschrieben. Dann könnt ihr die einfach aufschreiben und dann danach googeln oder wie auch immer. Für jeden, den jetzt dieser Schnelldurchlauf der Aktien, den das jetzt nicht interessiert, auch dafür ist gesorgt. Das heißt, ihr könnt jetzt unten in der Infobox einfach auf den Zeitstempel klicken und dann seid ihr direkt dahinter, wo ich dann auf die Strategie ein bisschen eingehen werde.
Kommen wir nun zu unserer Strategie. Grundsätzlich halte ich einer Dividendenstrategie fest und nehme überwiegend Dividendenwerte hinzu. Während der Corona-Krise habe ich zusammen mit meiner Frau verstärkt auf den REIT-Sektor gesetzt und hier kräftig dazugekauft. Mit natürlich dem Bewusstsein, dass die Dividenden deutlich gesenkt werden könnten, wie bei der Simon Property Group, oder sogar gestrichen werden, wie bei Tanker Factory Outlet. Ich habe aber in REIT-Aktien ein hohes Kurspotenzial gesehen und sie deswegen ins Depot genommen. Viele begegnen mir immer damit, dass der Einzelhandel sterben wird und wir zukünftig alle im Internet kaufen werden. Und ja, das kann vielleicht sein. Allerdings müssen wir Menschen irgendwo leben und die Online-Shops müssen auch entsprechend ihre Ware irgendwo lagern. Und somit ist meine Auffassung, dass Flächen umgebaut werden in Wohnungen oder in Lagerflächen für den Online-Vertrieb und wir dort zukünftig die Gewinne als REIT-Investoren erzielen. Zudem eröffnen immer mehr Online-Händler auch Stores in den Städten. Grundsätzlich kann ich aus meiner Sicht mit der Gefahr also sehr gut leben und ich bin überzeugt, dass die REITs in Zukunft auch gute Gewinne einfahren und somit auch die Dividenden wieder steigen werden. Jedoch ist das Depot von meiner Frau und mir im August noch sehr volatil und REIT-lastig dadurch gewesen. Deswegen haben wir uns zur Stabilisierung ein paar dicke Dampfer wie Johnson & Johnson, Mondelez, Walmart und T. Rowe Price Group mit reingeholt. Diese Werte zahlen nicht die höchste Dividende, aber sie sind sehr wertstabil und bieten einen stetigen Kursanstieg sowie kontinuierliches Dividendenwachstum. Uns geht es nicht darum, schnell reich zu werden, sondern im Alter abgesichert zu sein. Und da haben wir halt einfach noch über 30 Jahre Zeit. Aus der Reihe fällt dabei Coty. Es ist ein früherer Dividendenwert, der sehr abgestürzt ist und aktuell keine Dividende zahlt. Hier hat sich aber viel verändert in der Firma und ich sehe einen deutlichen Kursanstieg als möglich an. Spoiler, sie sind auch schon sehr stark gestiegen bisher. Daher gehe ich dieses Risiko ein und habe eine sehr kleine Position mit in mein Depot aufgenommen. Genaueres dazu gibt es dann aber in dem separaten Video. Meine Hoffnung ist auch, dass Coty irgendwann die Dividende reetabliert. Alle Dividenden, die wir dieses Jahr eingenommen haben bisher, wurden auch wieder komplett reinvestiert. Das waren bisher 546 Euro. Zusätzlich haben meine Frau und ich noch Zinsen über P2P-Kredite erhalten bei Bondora. Diese Investition führe ich aber mal in einem extra Video auf, da ich jetzt finde, dass die P2P-Kredite hier in diesem Depot-Update eigentlich nichts zu suchen haben. Unser erstes Ziel ist es, einen Depotwert von 100.000 Euro zu erreichen. Zusammen mit meiner wundervollen Frau, die ebenfalls sehr aktiv sich für Aktien interessiert, werden wir dieses Ziel hoffentlich in den nächsten 2 Jahren erreichen, sofern wir in derselben Höhe investieren können wie bisher. Aktuell ist mein Depot mit Beginn 6.1.20, da haben wir angefangen oder habe ich angefangen damals zu investieren, mit 5,18% im Plus, was 1347 Euro an Depot Plus bedeutet. Und das war es auch schon wieder für dieses Depot-Update. Wenn ihr Fragen zu mir oder meinem Depot habt, dann schreibt dieses gerne in die Kommentare oder kontaktiert uns auf Twitter und Instagram. Alternativ könnt ihr euch natürlich aber auch unsere kleinen Aktien-Community auf Discord anschließen. Alle Links findet ihr wie immer in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, wenn ihr die Entwicklung mit unserem Depots weiter verfolgen wollt. Hier seht ihr jetzt noch 2 weitere Videos auf unserem Kanal und ich wünsche euch damit einen tollen Morgen, Mittag oder Abend. Macht's gut, euer Enel.